Okay, wir sind von der Firma Swisstext. Wir sind eine Tochter der SRG-Gruppe, wurden 1983 gegründet für die Teletext-Plattform zum Betreiben für alle Sender und können heute etwas mehr als 40 Zeichen und 16 Farben und positionieren uns als Multimedia-Kompetenzzentrum in der SRG-Gruppe. Und bieten heute auch Dienstleistungen in diesem Umfeld für Drittkunden an. Vor 2 Jahren ging es darum, die bestehende Infrastruktur für die Online-Inhalte, also Webseiten, Podcasts und so weiter, der SRG-Gruppe abzulösen. Damals waren das noch klassisch Server-Rack voll mit vielen Servern. Und bei der Ablösung wurde entschieden, dass wir das gerne mit einer Cloud-Lösung ersetzen möchten. Das handelt sich heute um eigentlich eine Private Cloud, also es ist nicht einfach öffentlich zugänglich. Und die Cloud ist spezialisiert auf Multimedia, Streaming Richtung Internet. Haupttreiber war Agilität. Die alte Lösung mit den Rack-Servern, die einem Bestellprozess unterliegen, einem Lifecycle, der immer auch gleich mit dem Operating-System oft gekoppelt ist und so weiter, sollte abgelöst werden durch etwas mit mehr Agilität, wo für Veranstaltungen und so weiter schneller Infrastrukturen aufgebaut werden können. Und sollte natürlich wirtschaftlich sein und kostentransparent. Ich kann oder versuche zumindest euch ein Beispiel zu geben. Warum? Also die Agilität. Hier handelt es sich um eine Applikation, der sogenannte WM-Player, um euch auch ein bisschen einzustimmen. Der läuft, wird komplett auf der Cloud entwickelt und wird dann auch produktiv dort laufen. Da ging es zuerst darum, dass die ganzen Fußballspiele da angeschaut werden können, live und später on demand. Dann kam irgendwann noch die Idee dazu, ja, wäre super, wenn da irgendwie so ein Bookmarking-System gibt, wo Redaktoren wichtige Momente hinterlegen können und Statistiken und all diese Ideen, die während der Entwicklung erst entstanden sind, brauchten wieder neue Server, neue Ressourcen und so weiter. Und das konnte dank Cloud sehr unproblematisch jeweils deployed werden. Und das System wird so in live gehen während der ganzen WM. Entschuldigung. Wie haben wir das realisiert? Unsere Cloud basiert auf Citrix Cloud-Plattform. Das ist die von Citrix supportete Version der Apache Cloud Stack Open-Source-Lösung. Vorteile oder Gründe, warum wir diese Lösung gewählt haben, ist, dass wir viele bestehende Ressourcen weiter nutzen konnten. Also wir hatten bereits eine Virtualisierungsplattform, aber ohne Automatisation. Wir hatten Netzwerk und Cloud Stack hat uns erlaubt, eigentlich all dies ohne auf dem Gebiet auch Investitionen zu betreiben, weiter zu nutzen. Cloud Stack selber unterstützt Xen, vSphere, VMware, KVM und Hyper-V als Hypervisor und man kann gemischte Infrastrukturen aufbauen. Mit Transparenz oder auch ohne, wo der End-User sieht, auf welchem Hypervisor läuft jetzt meine Maschine.
Ausfallsicherheit haben wir auf verschiedenen Ebenen gelöst. Einmal sind die Data Center selber möglichst redundant aufgebaut und wir betreiben für unsere Kunden zwei Data Center, die getrennt voneinander sind, wo dann die Applikationen für Desastertoleranz und so weiter eigentlich schauen müssen, dass da die Redundanz, die wir von Infrastrukturseite bereitstellen, auch genutzt wird und im Desasterfall das eine oder das andere die Daten immer noch ausliefern kann. Und wir bieten verschiedene Storage-Lösungen an. CloudStack selber provisioniert den Local Storage. Und für Shared Storage bieten wir NFS, Safe und so weiter Storage-Dienste an, die von den Cloud-Anwendungen genutzt werden können. Die beiden Rechenzentren befinden sich in der Schweiz. Das war nicht zwingend eine Anforderung jetzt von der SRG-Gruppe, aber wir sind eigentlich alle stolz darauf, dass das Cloud-Angebot wirklich Swiss-made auch ist. Was ist der Vorteil von Kundensicht? Wie schon angesprochen, früher musste irgendwie der Kunde brauchte einen neuen Server, der musste irgendwie Geld her, dann musste der beschafft werden, dann musste er noch reingeschraubt werden. Heute ist es wirklich Click and Play für den Kunden. Und es ist nicht nur der Server, es ist auch Storage, es ist Netzwerk, es sind Firewall-Rules, die der Kunde selber konfigurieren kann. DNS, DHCP, also die ganze Landschaft, wo die virtuelle Maschine reinkommt, wird automatisiert konfiguriert. Auch das versuche ich ganz kurz zu zeigen. Das ist live aufgenommen, das ist die Cloud-Plattform-Portal. Der Kunde loggt sich ein, kann dann ein Projekt auswählen, hat er so ein Dashboard, wo er seine Ressourcen sieht, die gebraucht werden. Jetzt liest er das Rechenzentrum aus, ein Template, welche zum Teil von uns bereitgestellt sind. Er kann aber auch eigene verwalten. Dann muss er noch sagen, wie groß die Maschine ist. Da gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten, dass das sogar noch dynamisch sein kann. Dann Netzwerk, Default Gateway und so weiter. Und noch einen Namen zum Schluss. Und jetzt muss ich hier ein bisschen Zeit überbrücken. Also in der Zeit, jetzt ist ungeschnitten, wird Netzwerk konfiguriert. Es werden Firewall-Regeln, Default-Set angelegt. Es wird Storage bereitgestellt. Es wird eine virtuelle Maschine ab dem ausgelesenen Template deployed. Entschuldigen Sie da die schlechte Qualität. Und bei einem Template-Deployment geht es relativ schnell. Der virtuelle Server ist installiert, verkabelt, konfiguriert, alles fertig. Und jetzt geht es natürlich, jetzt habe ich einen OS mit irgendwelcher Grundkonfiguration, kann einloggen, wenn ich das Root-Passwort kenne, wird das wunderbar funktionieren. Das ist das, was wir dem Kunden als Infrastruktur, als Service heute bieten. Obendrauf gibt es so neben DNS, DHCP und so weiter, was immer noch zur Infrastruktur gehört, gibt es dann noch weitere Dienste. Dazu wird euch dann René noch etwas erzählen. Ich glaube, wie wir gezeigt haben, Flexibilität ist größer. Wie heute schon erwähnt wurde, wir werden vor allem zum Ressourcenmanager. Wir kümmern uns weniger um Konfigurationen, um WLAN richtig konfiguriert und so weiter. Aber wir schauen dafür täglich aufs Dashboard, ob nicht irgendein Kunde wieder, jetzt so WM-Event, plötzlich tauchen da über Nacht 40 neue virtuelle Maschinen auf. Also Ressourcenmanagement wird extrem wichtig, weil man kriegt viel weniger mit wie früher, was für Ressourcen deployed werden im Rechenzentrum. Dafür gewinnen wir, beziehungsweise vor allem unsere Kunden, Time to Market, also WM-Player,
funktioniert dann auch auf die WM. Und wir sind im Januar 2013 gestartet, sind heute rund 600 virtuelle Maschinen, die drauflaufen. Im November waren es 1,2 Petabyte, mittlerweile ist das etwa verdoppelt. Die Schweizer, also die Romo und die italienischsprachigen Sender, Radiostationen sind komplett drauf migriert. Also wenn Sie auf rts.ch gehen, kommt das aus der Cloud. Und SRF ist im Moment am Migrieren. Manche Dienste laufen schon drauf, andere sind noch auf dem alten System. War heute auch schon ein Thema, für den Kunden interessant und für uns natürlich auch, ist die Kostentransparenz. Also wir können, wie bereits erwähnt, auch auf verschiedenste CPU, Memory, Bandbreite und so weiter gibt es Preise. Da gibt es Möglichkeiten, ob es deployed ist, ob gebraucht, also Bandbreite zum Beispiel, ob eingeschaltet, also ob die Ressourcen gebraucht werden oder ausgeschaltet ist, kann fast alles bepreisen, kommt wirklich darauf an, was man dann am Schluss verrechnen möchte. Das System, das eingesetzte, ist der Amista und erlaubt Reports und so weiter transparent für den Kunden und uns zur Weiterverarbeitung ins Billing-System. Jetzt übergebe ich an René. So, schnell ein Switch der Folien. Doch nicht so schnell. Fahre ich hier gleich nahtlos weiter. Wir kommen ein bisschen mehr in die technologische Sicht der ganzen Cloud. Also was setzen wir ein? Wie gesagt, wir setzen Citrix Cloud Plattform ein. Das ist eigentlich Cloud Stack, Apache Cloud Stack. Amista Billing haben wir vorher gesehen. Das ist eigentlich ein Fremdsystem. Das wird nicht mit Cloud Stack mitgeliefert. Dann den High Available Cluster von VMware, vSphere Cluster, in 2DZ, Spiel und Gladbruck, redundante Cisco-basierte Netzwerkinfrastruktur. Und für Computing setzen wir UCS Flight Servers ein. Storage ist ein repliziert Multitier-Storage von EMC, haben wir auch schon ausführlich gehört von Andreas. Citrix Cloud-Plattform historisch wurde 2011 von Citrix übernommen und 2012 von der Apache Foundation übergeben. Citrix ist jedoch immer noch der größte Contributor, aber durch die Open-Source-Variante haben wir hier natürlich kein Login, also wir können nahtlos von Citrix Cloud Plattform zu Apache wechseln, ohne etwas zu tun. Grundsätzlich. Hoffen wir es jedenfalls. Natürlich haben wir Interesse, dass Citrix hier das Produkt weiter pflegt und haben auch deshalb hier die kommerzielle Variante gewählt, um zu unterstützen. Das habe ich bereits gesagt, kein Vendor-Login. Warum haben wir Cloud-Plattform eingesetzt oder nicht eine andere Cloud? Der Grund war eigentlich ganz klar, wir haben zum Zeitpunkt der Implementierung ein Produkt gesucht, das production-ready ist, das am Markt bestehen kann und das funktioniert. Zudem ist es ein überschaubarer Technologie-Stack, also wir haben nicht viele Umsysteme oder viele einzelne Systeme, die miteinander kommunizieren müssen, sondern wir haben einfach ein Management-System, das natürlich hochverfügbar
gemacht werden kann, wenn es sein muss. Und wir haben eine Datenbank, die ebenfalls repliziert werden kann. CloudStack, haben wir gesehen, bietet ein Webinterface für das manuelle Deployen. Dieses Webinterface greift auf die API zu. Also CloudStack bietet eine API, die die ganze Funktionalität bereitstellt, also Deployen von Servers, Netzwerkkonfiguration und so weiter. Und das Web-GUI ist eigentlich nur eine Sicht der API. Also sie greift auf die API zu, sie ist ein Client der API. Es ist nicht eine weitere Applikation. Diese API ist sehr mächtig. Also wir brauchen die auch zum Automatisieren von gewissen Sachen. Wir können auf Events reagieren, dynamisch, also elastisch. Wir können Schedules definieren, also Jobs, die irgendwann ein System aufsetzen oder zum Provisionieren von Systemen auch natürlich API geeignet. Also wir können innerhalb Sekunden 100 Systeme erstellen ohne großen Aufwand. So sieht das aus. Wir haben hier eine Liste von Systemen in unserem eigenen Projekt. Also wir haben ein eigenes Integrationsprojekt bei der SwissText. Hier haben Sie 1:1 die Umgebungen, die wir auch den US, also den Unternehmenseinheiten zur Verfügung stellen. Und dadurch können wir sicherstellen, dass alles funktioniert, weil es genau dasselbe ist, nur in grün. Wie brauchen wir die API? Wie gesagt, das ist natürlich ein super Tool zum Integrieren, also für Billing, für Monitoring. Wir monitoren jeden Router. Die Router sind separat entgegen, zum Beispiel bei OpenStack. Haben hier eine dedizierte virtuelle Maschine für das Routing. Und diese monitoren wir durch die API. Also wir wissen, okay, jetzt kommt ein neuer Router, den wir schauen hier mal an und können auch reagieren, wenn zum Beispiel mehr Traffic drauf ist oder viele Connection können wir dem Kunden das mitteilen und darauf reagieren. Dann natürlich für Automatisierung, Provisionieren mittels Puppet, also auch in der Umgebung selber können wir mittels Puppet die eigene Umgebung konfigurieren. Firewall-Rules erstellen, Port-Forwardings etc. Elastisch, natürlich können wir auf Events, also auf Ereignisse reagieren durch die API. Dann haben wir für das tägliche Gebrauchen der API haben wir eine eigene CLI entwickelt, also CloudStack CLI, das ist ein Projekt der SwissText von Nick Wolfram geschrieben, ist ein Open-Source-Tool und hier ist eben so die gleiche Sicht, die wir vorhin gesehen haben in der Websicht, sind wir hier auf der Kommandozeile. Also wir können hier genau sagen, was läuft auf dem Projekt, wir können Systeme stoppen, starten, neu deployen, alles per CLI. Kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar die SwissText fungiert ein bisschen als Integrator für die anderen Unternehmenseinheiten, also RTS, RSI, SRF. Und zu dem Auftrag gehört eben auch die Basis-Service-Bereitstellungen. Viele dieser UEs haben dieselben Anforderungen, einfach andere Sprachen. Aber grundsätzlich sind sie ähnlich. Und da macht es Sinn, dass wir als Integrator den Diensten, also den UEs, gewisse Dienste bereitstellen, damit sie nicht selber entwickeln müssen und so Synergien nutzen können. Und da wurden, aus diesem Grund wurden eigentlich die SwissText Platform Services geboren, durch diesen Umstand. Was sind SwissText Platform Services? Das sind eigentlich Dienste, die entwickelt werden
mittels Puppet. Und diese Dienste werden nicht einfach in-house entwickelt, sondern man lässt es, das ist grundsätzlich Open Source, und man hat den US immer die Möglichkeit gegeben, diese Dienste mitzuentwickeln. Also wenn es gewisse Antworten bedarf, konnten sie reagieren und sich einbringen. Also wie ein klassischen Open Source Modell haben wir hier einfach den Lead übernommen. Wir haben hier den Fortschritt gemacht oder die erste große Hürde gemacht, den großen Anfang gemacht und haben dann detailliert von den weiteren Unternehmenseinheiten den Code integriert, den sie brauchen, die Funktionalität, wie sie brauchen. Zu diesen Basisdiensten gehört so grundsätzlich die Basiskonfiguration und dann auch eben die Möglichkeit, Cloud Stack zu managen via Puppet, Name Service zu deployen und zu managen, Monitoring Systeme, Syslog Server, H-Proxy für große Verteilung der Last und natürlich den Puppet Master selber. Die US selber haben dann eigene Projekte, also mehrere Testing-Projekte, Staging, Training, die sie eins zu eins mit Puppet ausrollen und dann hier entwickeln und dann weiterziehen. Bis zuletzt, bis zur Produktion, haben sie eins zu eins die gleiche Konfiguration durch Puppet sichergestellt oder durch ein Konfigurationsmanagement. Durch die Open-Source-Natur ist das sehr, sehr schnell vorangegangen mit der Integration. Also zum Beispiel hat die Schweizer Fans hat Debian, hat sich entschieden für Debian, aber grundsätzlich hätten wir eigentlich nur auf GentOS gesetzt. Dadurch die Open-Source-Variante konnten wir hier rasch integrieren und diese Anforderung ebenfalls unterstützen. Und somit haben wir auch jetzt Support für Debian. Alle diese Services sind grundsätzlich Open Source, also ihr könnt gerne diese anschauen und weiter gebrauchen und natürlich auch gerne Probleme beheben, die ihr findet. Wir machen so viel wie möglich, geben wir zurück auch in der Community, also wir haben sehr viele Open Source Module, die wir einsetzen von Puppet, aber auch Tools, die wir weiterentwickelt haben. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut doch vorbei auf unserer GitHub-Seite. So, viel gesprochen, viel gezeigt, hoffentlich etwas Interessantes zeigen können. Die Zeit, bei Fragen sind, ja, gerne. Ich gehe davon aus, dass viele dieser Services vorher von TPC betrieben wurden, die jetzt zu euch quasi migriert werden, nicht korrekt? Nein, das ist nicht korrekt. Zumindest sind irgendwelche Leute damit beschäftigt gewesen, diese Infrastruktur zu betreiben an verschiedenen Orten. Das heißt, es ist damit, ich gehe mal davon aus, dass die durch die Effizienzsteigerung, die ihr damit erreicht, ich meine, es ist ein tolles Projekt, erreicht ihr auch Kosteneffizienz, das heißt, dass wir unterm Strich soll es ja auch günstiger werden, dementsprechend Headcount-Minimierung und dementsprechend auch wieder Gebührenminimierung, ist damit zu rechnen oder wird das Geld anderweitig verbraten? Ja, ehrlich gesagt, also Kosten spielen eine Rolle, natürlich eine große, weil es ist eine große Infrastruktur. Hat auch noch ein bisschen Politik dahinter, soll mit den Gebühren für Radio und Fernsehen da wirklich Online-Angebote ausgebaut werden und wie weit darf das gehen. Im jetzigen Fall ist es so, dass viel mehr Agilität gewonnen wurde als Kosten gesenkt. Also das ist... Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die SRG-Services irgendwann mal nicht verfügbar waren. Also, ja, Verfügbarkeit soll immer gut sein.
Agilität, also Gewinn mit Agilität ist ganz sicher, wie am WM-Player da gezeigt werden sollte, dass das solche Projekte, Geschichten möglich sind. Also dass wir heute neben dem Fernsehsignal, wo ein Spiel übertragen wird und oder vielleicht auf SF5 noch ein zweites, eigentlich jederzeit alle Spiele gesehen werden können oder während Sochi, wo fast alle Sportarten gesehen wurden. Also das ist der Gewinn, der Hauptgewinn der jetzigen der Plattform und den Möglichkeiten, die den Sendern damit gegeben wird. Ah, sorry, das ging jetzt ein bisschen falsch. Ich wollte eher antworten auf die Frage, weil ich den Preis verantworte, dieser Cloud vorhin. Hat sich vielleicht bereits erledigt, vielleicht ein, zwei Klärungen dazu. Also ist es jetzt günstiger geworden oder nicht, diese Cloud? Ich glaube, wie Andreas gesagt hat, wurde eher ein Trend gebrochen. Also bis anhin haben sich die Kosten um 100% pro Jahr verdoppelt. Weil das Angebot wächst, also die Online-Community wächst, TV, TPC wird günstiger und der Online-Teil deutlich teurer. Und mit dieser Cloud wurde das Fundament gelegt, dass es eben nicht mehr gleich weiter skaliert und die Kosten eingedämmt werden können.